herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Es ist wieder soweit, wir müssen Pessinus gegen, ja, eine, ja, 2800er Armee verteidigen. Und er hat sehr viele Pikiniere. Aber ja, wir haben Katapult. Mal schauen, was passiert. Ich werde auf jeden Fall versuchen, so wenig Fernkampfmunition auf diese kleine Armee zu verschwenden, sondern ich werde auf die große warten. Mal schauen, was funktioniert. Also das Katapult auf jeden Fall mit meinen Kavalleristen abfangen. Das ist halt die Frage. Wo kommt der her? Also der zweite. Eigentlich müsste der ja auch aus der Richtung kommen. Wenn ich mich hier aufstelle, dann kann das Katapult von Anfang an schießen. Also mein Katapult könnte jetzt bis dahin schießen. Warte mal. Das kann er bis zum Platz schießen. Dann werde ich mich mal hier aufbauen. Gepanzerte und Adlerkohorte kommen hier hin. So, die beiden kommen hier hin. Und die Evokation. Kati kommt dahin. Geschosse bereit zum Einsatz. Die kommen mal hier hin. Die Kavallerie kommt hier hin. Katapult dahin. General bleibt da. So. Da bin ich mal gespannt. Von ihm wohl jetzt die zweite. Von da. Na. Die stellen sich mal jetzt so auf. Die kommen mal ein bisschen weiter vor. Das ist schon mal gut. So, wie weit kommen die? Bis dahin. Nee, oder? Die sollten sich nach da aufstellen. Geschossene Infanterie soll in Dienst.
So, der ist jetzt weg. Das ist schon mal gut. Der greift dann. Ah, jetzt hat es seine Position. Ach, echt jetzt? Warte. Jetzt kann er angreifen. Kann er nicht schießen? Na los, Feuer frei. Wow. Und das ist jetzt gerade nicht so optimal, dass er gegen meinen General zieht. Unser General wird angegriffen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, jetzt wird er aufgehalten, ne? Unser General ist gefallen. Echt jetzt? Was ist das für eine Kavallerie? Persische Söldnerkavallerie, ne? Mhm. Genau. Hä? Wieso ist der immer noch da? Ach, das ist wieder so ein Spiel. Okay. Jetzt kann ich einmal die Einheit von meinem General ziemlich gut einsetzen, weil ich nichts mehr zu verlieren habe, ne? Hm. Das war ein schöner Treffer. Ui, ich habe mein Haus zerstört. Ich stelle mich mal neu auf. Infanterie zu euren Diensten! Schnell! Reißt zum
So. Ja, jetzt kann ich mich ja eigentlich hier aufstellen und da aufstellen. Wieso? Ihr habt Fernkampfwaffen. Benutzt die doch. Ach, ihr seid zu dumm zum Kacken, wirklich. Wohin geht der? Zu dem oder was? Weil der so schnell ist, ne? Das ist ja unglaublich. Weg da. Da jetzt könnt ihr Feuer frei machen. Nicht fahren, sondern schießen. Kann aber nicht, oder was? Jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Jetzt muss ich improvisieren. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich kann halt nicht sehen, ne? Die beiden kümmern sich darum. Die gehen nicht hier. Männer wanken. Ja, natürlich wanken sie. Shoot. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick.
Falle kann er rein. Okay, du bist fertig. Ihr ignoriert die beiden jetzt einfach. Einfach ignorieren. Und jetzt da rein. Genau, sehr gut. Super. Nein, nicht verfolgen. Und, eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Hier geht's weiter. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Super. Gibt's hier noch da sind Pikiniere. Jupiter, gib uns Kraft. Greift ihre Positionen an! Kavallerie! Verrittene Krieger! Nochmal zurück und nochmal ein Charge. So, jetzt mit fliegender Keil. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, warte, kann ich mit dem noch irgendwas machen? Ja. Das ist gut. Gut, der flieht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Der fliegt jetzt auch, ne? Dann schießt du mal hier rein. Weil den schaffe ich jetzt noch. Nee, warte mal. 13 gegen 40. Warte mal. Nein, verdammt. Schnelles Marschieren! Kommandant! Doppelte Geschwindigkeit! Die Krieger holen Blut! Kavallerie! Wir punkern nach Blut und Tau! Rück vor! Weiter! Und Krieger ballern! Die Hüser! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Wieso fliehen die jetzt, wenn sie sehen, dass sie Verstärkung bekommen? Sowas von unlogisch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Gut! Zum Kampf bereit! Geschossinfanterie bereit! Geschossinfanterie säumen die Kuhhunde! Zu Befehl! Bereit! Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun! Stürzen Sie!
Nee, da töte ich gerade nur meine eigenen. So, jetzt geht's los. Alter, das war ein heftiger Kampf. Aber dieses Mal hat er wirklich gut reagiert. Der ist nicht stumpf von vorne gekommen, sondern auch von Seite und von hinten. Und zweimal von hinten und einmal mit einer Kavallerieeinheit, die mein General gekillt hat. Oh, da sind noch welche umgefallen. Ja, krass. Ja. Das war ein heftiger Angriff. Verluste 1000. Ja, Pyrrhus-Sieg auf jeden Fall. Ja, ich habe ungefähr 100 selbst gekillt. Ist in Ordnung. Ja, das war nicht so gut. Ich habe aber nur den General verloren. Das ist gut. Und das ist sehr gut. Ah, genau. Makedonien ist ja. Oh nein. Oh nein. Jetzt kommt noch einer. Ach, gut. Ah, ich dachte, da kommt hier jetzt noch einer. Das wäre nämlich. Entschuldigung. Das Ende von Legio 5 gewesen. Uiuiui. Gut, wir sind schon bei 20 Minuten und ich würde dementsprechend sagen, wir warten noch, bis ich dran bin. Wir warten, Legion 5 bekommt natürlich einen von mir. Verdammt, ich weiß nicht, ob ich... Ich bin Cornelia, oder? Ja. Genau. Hä? Was war das? Minus 13 Senatoren, wieso? Plus 5% Korruption. Moral. Ah, das ist nicht meiner. Oh, dann nehme ich mal lieber den, ne? Genau. Gut. Dann, das da sabotiert. Dann würde ich genau sagen, danke fürs Zuschauen. Ein Kind. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich muss nämlich gerade für 3 Wochen vorproduzieren und das, da braucht man ein bisschen, bis man die ganzen Let's Plays hat. Genau. Dann, bis zum nächsten Mal. Bye.